Herzlich willkommen bei uns an der JKU. Ich bin die Michaela und ich darf euch heute was allgemein über unsere Uni erzählen und dann später nur im insbesondere über die Rechtswissenschaften, das Studium, das ich gerade studiere. Also ich bin Studentin von JUS. Es freut mich sehr, dass Sie so viel zugeschaut haben. Leider können wir es ja die SIM dieses Jahr nicht präsent machen an der Uni. Wir hätten uns sehr gefreut, wenn wir uns an der Uni, wenn wir euch an der Uni begrüßen hätten können und ihr euch da alle jetzt im Hörsaal sitzen hättet. So habe ich jetzt leider einen leeren Hörsaal fast von mir. Und ja, trotzdem freuen wir uns, dass ihr euch so zahlreich eingeschaltet habt zu uns. Und ich freue mich, dass ich euch ein paar Sachen erzählen darf. Ihr könnt jederzeit, wenn ihr irgendwelche Fragen habt zum JUS-Studium oder allgemein zu unserer Uni, dürft ihr die Fragen jederzeit in die Chat-Funktion einstellen. Das könnt ihr ab jetzt schon machen und wir werden das dann ausholen und die Fragen auch jederzeit dann gleich beantworten. So, dann in der Präsentation, die euch jetzt dann auch vorliegen wird, werden wir verschiedene Punkte abarbeiten. Als erstes werde ich euch mal ein paar Facts über unsere Uni erzählen und euch mal den Unterschied zwischen einer Schule und der Uni klarlegen, sowie auch, was dann vielleicht mal für die Entscheidung, auch, was ihr mal nach der Matura machen möchtet, wichtig ist, den Unterschied zwischen Uni und Fachhochschule, also FH. Das sind Sachen, die Kinder noch nicht wissen und sind deswegen umso spannender für euch, damit ihr mal wisst, okay, wie entscheide ich mich da jetzt eigentlich am besten? Da geht es dann auch darum, okay, was passt zu mir besser. Später werde ich euch im insbesondere, weil ihr zu JUS jetzt gerade zugeschaut seid, über das JUS-Studium, also über mein eigenes Studium erzählen. Und danach können wir dann auch noch gerne eine virtuelle Campusführung machen. Wir haben sehr viele coole, neue Sachen am Campus und ganz viele tolle neue Gebäude, super Infrastruktur, die euch sicher auch gefallen wird. Außerdem werde ich euch dann auch noch erzählen, wo es wohnen könnt, wenn es nicht von Linz seid, oder wie das Studentenleben im Allgemeinen ausschaut. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, egal zu was, ich beantworte euch die gern und die könnt ihr jederzeit in die Chat-Funktion stellen. Dann beginnen wir mal mit dem ersten Punkt, das sind die Facts über unsere Uni. Wir sind jetzt ca. 21.000 Studierende. Das ist aufgeteilt in 4 Fakultäten. Eine Fakultät davon ist JUS, also die rechtswissenschaftliche. Dann haben wir Medizin. Dann gibt es nur den naturwissenschaftlichen und technischen Bereich sowie sozialwirtschaftlichen Bereich, also wo ihr Wirtschaft, Betriebswirtschaft und so weiter drinnen habt. Wir haben auch insgesamt viele Mitarbeiter und Professoren, die euch in eurer Arbeit unterstützen. Und in eurem Studium natürlich ganz viel helfen und euch das Bestmögliche und euch die bestmögliche Bildung natürlich ermöglichen wollen. Wie seht, ist auch ziemlich viel Platz bei uns an der JKU. Wir haben einen riesengroßen Campus, der ist auch einzigartig in Österreich, dass wir einen zusammenhängenden Campus haben. Das heißt, wir haben, wie ihr seht, später noch Bilder, wir haben einen Uniteich in der Mitte und wir haben viel Gebäude rundherum, wir haben eine Sporthalle, ein Fitnesscenter, jetzt ganz neu. Wir haben viel Festel, was jetzt leider mit Corona ein bisschen anders ist. Aber wir hoffen, dass sich die Situation natürlich bessert und mal wieder zum ganz normalen Campusleben zurückkommt. Nichtsdestotrotz haben wir sehr viel große Fläche, auch Liegefläche draußen, wo man sich zusammensitzen kann, wo man auch ganz viel Platz halten kann. Und einen Park und alles Mögliche wie Supermärkte oder Cafés und eine Mensa, also die Cafeteria an der Uni. Von dem her werde ich sicher am Campus nie fahren. Ja, dann gehen wir weiter mal. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Schule und einer Uni? Ihr seid jetzt in der Schule und ihr sitzt dort, weil ihr einen vorgegebenen Stundenplan habt. Den kriegt ihr immer am Anfang und an der Uni ist das anders. Man muss sich den Stundenplan grundsätzlich selber zusammenstellen. Das heißt, man ist ganz frei von dem, welche Fächer das man wählt, solange es natürlich im Studienplan für dein jeweiliges Studium drinnen stehen. Du kriegst dann natürlich auch Unterstützung und Hilfe, besonders im ersten Semester bist du nie ganz auf die Lage gestellt.
Es gibt Unterstützung von anderen Studierenden, auch deine Professoren und die anderen Mitarbeiter der Uni stehen dir mit Rat und Tat natürlich zur Seite. Aber grundsätzlich kann man es eben immer selber einteilen. An der Schule sitzt du jetzt wahrscheinlich in einer Klasse gemeinsam. Du hast deine Klassenkollegen, die dich 4 Jahre mindestens begleiten. An der Uni ist es nicht ganz so. Denn wie es logisch ist, wenn man sich den Stundenplan selber einteilt, teilt sich dann jeder wahrscheinlich ein bisschen anders ein. Von dem her gibt es keinen sogenannten Klassenverband. Du wirst natürlich deine Freien schon erfinden und es werden sie vielleicht Klicken bilden oder einfach in die jeweiligen Vorlesungen und Lehrveranstaltungen wirst immer wieder mit verschiedenen zusammenkommen, aber du bist nie fix in so einer Gemeinschaft drinnen, wie du jetzt in der Klasse bist. Weiters gibt es bei dir in der Schule Anwesenheitspflicht. Du musst entschuldigen, wenn du krank bist und du musst da sein. Das gibt es an der Uni nur teilweise. In manchen Fächern, insbesondere in JUS, ist so, dass wir keine Anwesenheitspflicht haben. Es ist natürlich immer sehr gewünscht und auch sehr zu empfehlen, immer zu den Vorlesungen zu gehen. Aber das ist nicht nötig dafür, dass du die Prüfung mitschreiben kannst und somit das Fach schaffen kannst. In der Schule, wenn du nicht genügend hast, musst du die ganze Klasse wiederholen. An der Uni, wenn du in einer Vorlesung ein nicht genügend hast, weil es ja keinen Klassenverband gibt, immer nur die Vorlesungen einzeln macht, musst du nur diese jeweilige Vorlesung wiederholen. Außerdem ist auch ganz wichtig an der Schule, dass du die Hausübungen möglichst alleine machen sollst. Und an der Uni natürlich auch. Aber es ist ja ganz wichtig, dass man im Team zusammenarbeiten lernt. Es gibt ganz viel Arbeiten, wo man vielleicht mit anderen was machen muss. Referate, Präsentationen. Und ja, und du hast Hausarbeit natürlich auch, wo du vielleicht auch in die wissenschaftliche Diskussion mit deinen Kollegen, das sind die Kommilitonen an der Uni, gehen sollst. Ja, weiters sind natürlich an der Schule, gibt es die Ferien, da weißt du, okay, Ferien, da kann ich jetzt einmal ganz entspannen und ja, mal nicht an die Schule denken, im Idealfall. Und an der Uni sind die Ferien, wir haben auch sehr lange Ferien, bei uns ist, nennt man das über die vorlesungsfreie Zeit. Das ist im Sommer 3 Monate, also den ganzen Juli bis ganzen September. Und die Uni geht erst immer im Oktober los. Diese vorlesungsfreie Zeit heißt nur, dass es da eben keine Vorlesungen gibt, aber die Zeit wird trotzdem zum Lernen benutzt und teilweise kann man Prüfungen im Sommer ablegen. Dann geht es weiter, was ist eigentlich eine FH oder eine Fachhochschule? Habt ihr vielleicht schon oft gehört oder euch ist untergekommen in der Recherche oder in der Suche, was für Studienangebote es überhaupt gibt bei uns in Österreich und Oberösterreich. Und da ist so, dass viele vielleicht sagen, an der Uni ist alles sehr theoretisch und das Praktische fehlt. Und an der Fachhochschule sagen viele, du hast mehr Praxis. Das kann man nicht ganz unterschreiben. Denn an der Uni, obwohl es kein verpflichtendes Praktikum in den meisten Fächern gibt, in JUS zumindest nicht, ist ja wichtig, dass man trotzdem in die Praxis kommt. Das heißt, in JUS ist die Praxis schon so aus, dass man einfach gemeinsam Fälle löst. Von dem her hast du schon Praxis dabei und du kannst da immer eigene Praktika suchen. In der Fachhochschule sind ja diese Praktika direkt vorgegeben. Das heißt, du schreibst vielleicht deine Bachelor- oder Masterarbeit einfach dann in diesem Praktikum. Und ganz wichtig, der Unterschied Uni-FH ist, dass du an der Uni ganz viel Selbstorganisation brauchst. Du musst die, also das kommt vielleicht auf deine eigene Persönlichkeit drauf an und auf deinen Lerntyp. Kannst du dich gut selber organisieren? Bist du schon sehr selbstverantwortlich? Oder brauchst du vielleicht doch nur ein paar Anweisungen von den Vortragenden, von den Professoren? Die kriegst du in der FH teilweise mehr. Weil dort gibt es eben, wie schon gesagt, einen Stundenplan und ist eher ein schulischer Charakter. Man sitzt da meistens in den gleichen Gruppen beisammen. Ja, und
Genau, an der Fachhochschule ist eben dann so, dass man sehr speziell ausgebildet wird. Wenn sich die Studienrichtungen anschaut, die es an die FHs gibt, sind die sehr speziell schon. An der Uni bist du noch ein bisschen breiter gefächert, hast du sehr breites Grundlagenwissen. Und egal für welchen Typ du dich entscheidest, ist dann sicher beide mal im späteren Berufsleben sehr gefragt. Ja, wenn du dich jetzt fragst, was passt da jetzt eigentlich zu mir? Dann überlegst du mal, wie bin ich eigentlich selber? Kann ich mich gut selbst organisieren und selbstverantwortlich agieren? Denn darauf kommt es dann auch so an, wie schnell du das Studium fertig machst. Das ist in der FH schon mehr oder weniger vorgegeben, dass du ja, ohne Studienverzögerung möglichst studieren kannst, weil du eben deinen Stundenplan hast, an der Uni nicht. Das heißt, wenn du jetzt mal weniger Vorlesungen besuchst und Prüfungen ablegst, dauert das Studium dann auch schon mal länger. Ja, an der Uni, der Vorteil ist, dass fast keine Studienplatzbeschränkungen gibt. Das heißt, du hast in den meisten Fällen jedenfalls einen Platz, einen Studienplatz. An der FH hast du das nur begrenzt, indem es eigentlich bei allen FH-Studiengängen eine Aufnahmeprüfung gibt. An der Uni ist es nur in gewisse Fächer. In JUS zum Beispiel haben wir keine Aufnahmeprüfung, außer im Bachelorstudium für Rechtswissenschaften, das dieses Semester als Studienversuch angelaufen ist und zu dem ich später noch was erzählen werde. Ja, weiters, wie gesagt, an der FH ist sehr berufsbegleitend, kann man es machen, und sehr praxisorientiert, wohingegen du an der Uni durch ein sehr großes, breites Grundwissen und eine Grundausbildung hast und du kannst dich aber auch später meistens im Studium spezialisieren, wieso auch in JUS. Weiter geht's dann mit den Studienarten. Diese Studienarten gibt es nicht nur an der JKU, sondern in ganz Österreich. Und wenn man jetzt anschaut, wenn man sozusagen von links startet, ist die Grundlage mal die Matura oder Studienberechtigungsprüfung. Und dann kann man starten mit entweder einem Diplomstudium oder einem Bachelorstudium. Das baut dann auf und aufs Bachelorstudium kann man einen Master machen. Dieser Abschluss Master- und Diplomstudium ist dann ungefähr äquivalent und man kann einen Doktor drauf machen. Das kommt aber bei euch erst irgendwann. Aber als erstes ist wichtig, zu entscheiden, okay, Diplomstudium oder Bachelorstudium. An der JKU haben wir nur noch zwei Diplomstudien. Das ist zum einen JUS, das schließt mit einem Magister ab, und Wirtschaftspädagogik schließt ebenfalls noch mit einem Magister ab. Jetzt gerade wird eben geschaut in JUS, dass also es gibt jetzt einen neuen Studienversuch, wie gesagt, das Bachelorstudium. Da kann man dann später einen Master drauf machen. Und das hat gerade ein bisschen einen anderen Schwerpunkt als das klassische Diplomstudium. Ja, dann kommen wir schon dazu, dass ich euch ein bisschen was direkt, wirklich speziell über mein Studium, das Studium der Rechtswissenschaften, erzähle. Wie bereits erwähnt, gibt es eben bei uns jetzt zwei Schienen. Das Diplomstudium und das Bachelorstudium. Ich studiere das Diplomstudium für Rechtswissenschaften mit dem Abschluss eines Magisters. Es dauert 8 Semester lang, es sind 4 Jahre, ist Mindeststudienzeit. Und genau mit dem gleichen Inhalt gibt es auch ein österreichweit einzigartiges Multimedia-Diplomstudium für JUS. Das läuft so, dass du dir Medienkoffer kaufen musst und das dann einfach online studieren kannst. Du musst nicht an die Uni kommen und kannst das meiste online machen. Ja, das Bachelorstudium ist jetzt eben ein Pilotstudium, das jetzt gerade, also in 2 Wochen, dann, wenn die Uni startet, am Anfang Oktober, anlaufen wird. Und es gibt ganz viele neue Lehrveranstaltungen, es geht in Richtung Digitalisierung, wie vereinbare ich das Recht mit der Digitalisierung in den nächsten Jahren, und sicher auch sehr spannend. Zusätzlich läuft aber trotzdem das Diplomstudium der Rechtswissenschaften nach wie vor natürlich. Und genau, da gibt es keine Aufnahmeprüfung. Für den Bachelor, das ist also Pilotstudium, gibt es eine Aufnahmeprüfung, beziehungsweise du musst da Motivationsschreiben schreiben. Und genau, das ist dann auch beschränkt auf eine gewisse Platzanzahl pro Semester.
Zusätzlich zum neuen rechtswissenschaftlichen Bachelorstudium gibt es das Bachelorstudium von Wirtschaftsrecht. Wirtschaftsrecht verbindet Jus und Wirtschaft. Es ist ungefähr zu gleichen Teilen im Studium verankert, dass du über beides lernst und jeweils, wie bereits vorher auf der Folie ersichtlich war, muss man vom Bachelor, also kaum mal vom Bachelor, einen Master drauf machen. Das ist dann natürlich Bachelorstudium für Jus, ein geplanter Master, der dann sicher kommen wird. Und für das Bachelorstudium von Wirtschaftsrecht kann man dann beispielsweise den Master für Steuerrecht und Steuermanagement machen und einen Doktor kann man dann auch drauf machen. So wie Revitec, das ist Recht und Wirtschaft für Technikerinnen, gibt es auch an unserer rechtlichen Fakultät, rechtswissenschaftlichen Fakultät. Das ist dann eher für Leute, die vielleicht vom technischen Bereich kommen und sich noch im rechtlichen oder wirtschaftlichen spezialisieren wollen. Ja, jetzt sind wir schon am Ende angelangt von der allgemeinen Präsentation. Und wie auf der Folie ersichtlich ist, gibt es Platz für deine Fragen. Und da schauen wir mal, ob wir Fragen schon haben. Also die Nadja will wissen, welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, dass die vorhandenen Lateinkenntnisse anerkannt werden? Genau, bei Jus ist so, dass man Latein braucht. Latein ist die Voraussetzung für eine Prüfung, das ist römisches Recht. Und wenn man es an der Schule nicht gehabt hat, also entweder du hast die Matura in Latein gemacht oder du hast ein gewisses Wochenstundenausmaß, wenn du in ein Gymnasium beispielsweise gegangen bist, hast du dieses Wochenstundenausmaß für Latein erfüllt und du musst die Ergänzungsprüfung Latein nicht mehr zusätzlich machen. Anders, wenn du beispielsweise jetzt in einer HBLA, in einer HTL oder in einer anderen berufsbildende Hörschule gehst oder du einfach kein Latein gehabt hast, dann musst du das in einer Ergänzungsprüfung am besten im ersten Semester nachmachen. Das ist einfach ein ganz normaler Kurs an der Uni, den du belegst, wie alle anderen Kurse. Und ist auf jeden Fall gut schaffbar. Die Lisa möchte wissen, welche Beihilfen und in welcher Höhe gibt es, wenn man sich das Studium nicht leisten kann und die Eltern Alleinerzieher sind und nur Teilzeit arbeiten? Es gibt die schon sehr viele Studienförderungen. Da ist insbesondere wichtig, dass du vielleicht auf die, also da gibt es eine Seite der Studienförderung in Linz, die Studienbeihilfenstelle, die ist in Linz bei der Wildbergstraße angesiedelt und insbesondere auf deren Homepage findest du da sicher ganz viele Möglichkeiten, wie du dir das Studium finanzieren kannst, aber in deinem Fall gibt es da sicher Möglichkeiten dafür, weil es bei der Studienbeihilfe meiner Erfahrung nach auch auf die Eltern, auf das Einkommen der Eltern ankommt. Die Sarah möchte wissen, gibt es einen Unterschied zwischen einem Bachelor und einem darauf folgenden Master und einem Diplomstudium? Der Unterschied in Jus, speziell, den habe ich vorher schon geklärt, dass eben das Bachelor- und das Masterstudium gerade vom Inhaltlichen her anders sind. Aber wenn wir es jetzt allgemein betrachten, gibt es de facto jetzt keinen großen Unterschied, ob du mit einem Magister abschließt nach dem Diplomstudium oder mit einem Master nach dem Bachelor plus Masterstudium. Das kann man dann ungefähr auf gleicher Ebene betrachten, weil man draufbauend eben das Doktorstudium machen kann. Die Barbara möchte wissen, gibt es ein Auswahlverfahren bei der Aufnahme ins Jus-Studium oder werden alle aufgenommen, die die Voraussetzungen für dieses Studium erfüllen? Also für das normale Jus-Studium, das Diplomstudium, das eben 8 Semester dauert, gibt es kein Aufnahmeverfahren. Die einzige Voraussetzung, dass du an der Uni studieren kannst,
und JUS studieren kannst, ist, dass du die Matura hast oder eben eine Studienberechtigungsprüfung abgelegt hast, wenn du die Matura nicht hast. Und genau, beim Bachelorstudium für JUS schaut es eben anders aus. Da gibt es eine Aufnahmeprüfung. Das Aufnahmeverfahren ist jetzt gerade eben erst ganz neu angelaufen, weil es dieses Semester das allererste Mal ist, dass das Studium überhaupt angeboten wird. Da gibt es, also musst du Motivationsschreiben, und dieses Semester beispielsweise hat es 60 Studienplätze gegeben für das Bachelorstudium. Und soweit ich weiß, sind ja alle belegt. Also es kommt auf jeden Fall gut an und wird sehr spannend, wie das Studium sich entwickeln wird, auch im Zuge der Digitalisierung dann. Eine Frage von der Nadja. Welche Eigenschaften sollte man mitbringen, um Erfolg im juristischen Bereich zu haben? Ganz wichtig ist sicher, also mal was Studium betrifft, dass du selbst organisiert bist, dass du weißt, was du willst und in welche Richtung das hier soll. Weil nur so wirst du auch mit deinem Studienziel dann in voraussehbarer Zeit dann fertig, mit dem Studium fertig. Und direkt jetzt für die juristische Laufbahn, denke ich, ist wichtig, dass du, wenn du jetzt von der Schule ausgehst, ist sicher die Fächer Deutsch nicht schlecht. Es ist sehr wichtig, dass man sich gut ausdrücken kann, dass man weiß, wie man argumentiert. Und an der Uni lernt man verschiedene Argumentationstechniken natürlich kennen. Wenn du aber schon vorher sagen kannst, okay, kann man Meinung selbstbewusst und klar darlegen und ausdrücken, ist das sicher ein großer Vorteil, der dir auch im juristischen Alltag sehr helfen wird. Eine weitere Frage ist, kann man mit einem Bachelor aus Wirtschaftsrecht dann später das Masterstudium an der WU Wien machen? Genau, also wenn du einen Bachelor machst, egal an welcher Uni, also auch wenn du Wirtschaftsrecht jetzt an der JKU machst, kannst du natürlich einen Master dann, der ähnlich ist zum Bachelorstudium, vom Inhaltlichen her, auch an einer anderen Uni ablegen. Das Bachelor-Master-System ist eigentlich deswegen entstanden, damit das Ganze europäisch vergleichbar gemacht wird. Das heißt, vorher hat es hauptsächlich natürlich Diplomstudien gegeben. Ich werde sicher keinen der älteren Generation sehen, der jetzt einen Bachelor oder einen Master hat, sondern wenn die studiert haben, eher einen Magister oder darauf einen Doktor. Denn dieses System mit Bachelor-Master gibt es erst seit ein paar Jahren und somit wird das Ganze eben vergleichbar mit, also international und dann natürlich europäisch. Und so kannst du auch jetzt, wenn du einen Bachelor in Linz gemacht hast, deinen Master auch noch in Rotterdam in den Niederlanden machen oder sonst wo. Der Florian möchte wissen, ich habe gehört, dass man, wenn man vor einem Informatikstudium eine HTL besucht hat, 2 Semester überspringen kann. Stimmt das? Ich bin jetzt grundsätzlich keine Spezialistin leider im Informatikstudium. Ich weiß aber, dass es Möglichkeiten gibt und beispielsweise ein spezielles Studium, das ist das Navitech-Studium. Und da kann man wirklich schon, also da kann man während der Schule schon was machen. Aber direkt jetzt, wenn du eine HTL gemacht hast, dass du das Informatikstudium überspringst, wüsste ich jetzt grundsätzlich nicht. Du musst es aber am besten auf der Homepage direkt beim Informatikbereich bitte anschauen. Der Peter möchte wissen, ob es an der Universität auch einen Sprecher für die Studierenden gibt, so wie an den Schulen die Schulsprecher. Genau, das gibt es auf jeden Fall. Das ist die sogenannte ÖH, die österreichische Hochschülerschaft. Die ist an der JKU sehr breit tätig, machen sehr viele Sachen. Das ist einfach die Studierendenvertretung, die auch gewählt ist. Die sind jetzt einfach, also das sind gewählte Leute, es gibt dann auch Fraktionen an der Uni,
die man dann eben wählt. Und diese Leute sind dann aufgeteilt in eben den Vorsitz der ÖH und dann gibt es die jeweiligen Studienvertretungen. Das heißt, wenn du jetzt beispielsweise ein Anliegen hast, allgemein zur Uni, zum Studium, kannst du einfach jederzeit zur ÖH gehen. Wenn du ein Anliegen hast, was jetzt dein spezielles Studium betrifft, das heißt, wenn du jetzt JUS studierst, dann gehst du zu der Studienvertretung von der ÖH JUS. Die helfen da dann an alle Belange weiter. Und es gibt dann ein Gremium, das setzt sich aus Professoren, dem Rektorat und anderen Mitarbeitern der JKU sowie Studierendenvertretern, nämlich der ÖH, zusammen, die sie dann immer regelmäßig wieder treffen und die neuesten Sachen besprechen. Da kann die ÖH immer deine Anliegen einbringen. Die Barbara hätte eine Frage zur Diplomarbeit. Die möchte wissen, wie der Prozess von einer Diplomarbeit abläuft, ob die einzeln geschrieben wird und was zum Beispiel so klassische Themen sind. Die Diplomarbeit ist gerade bei mir ein ganz spannendes Thema, weil ich bin jetzt dann dabei, dass ich die schreibe. Bei der Diplomarbeit in JUS kannst du irgendein Thema aussuchen, ein juristisches natürlich, in irgendeinem Fach und bei irgendeinem Professor und in irgendeinem Institut, das dich anspricht. Es ist zu empfehlen, dass du die Diplomarbeit vielleicht in deine letzten 2, 3 Semester an der Uni schreibst, damit du schon einen großen, breiten Überblick über alle juristischen Fächer hast und schon weißt, okay, das interessiert mich und da möchte ich es gern schreiben. Manche Professoren geben Themen vor oder man kommt mit einem eigenen Themenvorschlag, was einmal sehr gern gesehen ist. Und bei der Diplomarbeit lernst du unter anderem auch das wirklich wissenschaftliche Arbeiten, zitieren und natürlich dich mit der Fachliteratur zu beschäftigen. Und die Diplomarbeit in JUS hat einen Ausmaß von 19 Studienpunkten, ECTS, also ist schon eigentlich ein großes Stück und die Seitenanzahl ist immer unterschiedlich, was die Professoren verlangen. Der Jonas möchte wissen, ob es auch englischsprachige Studien an der JKU gibt. Ja, gibt es. Englischsprachige Studien sind eher im technischen Bereich an der JKU angesiedelt. Für JUS jetzt direkt haben wir nur einen Fachbereich, der in Englisch abgehalten wird, nämlich dieses Public International Law, also Völkerrecht, was sehr viel Sinn ergibt, dass das Englisch ist, weil es natürlich international wichtig ist. Die anderen Fächer in JUS sind alle auf Deutsch. Es gibt im wirtschaftlichen Bereich, beispielsweise wenn du ein Wirtschaftsstudium anfängst, auch gewisse Vorlesungen, die auf Englisch gehalten werden. Du kannst Englischkurse so als Sprachkurse machen, wie auch ganz viele andere Sprachen übrigens. Und direkt ein Studium, das rein auf Englisch ausgelegt ist, das sind eben, wie gesagt, hauptsächlich im technischen, naturwissenschaftlichen Bereich. Der Philipp möchte wissen, ob man im Studium Wirtschaftswissenschaften auch den Bachelor und den Master machen kann. Also Wirtschaftswissenschaften, ist ein Bachelor und ein Master drauf, meines Wissens, also wie gesagt, ich bin JUS-Studentin, gibt es jetzt keinen direkten Master für Wirtschaftswissenschaften, aber es gibt ganz viele andere Master im wirtschaftlichen Bereich. Das heißt, man kann sich nur noch sehr weit weiterentwickeln. Unter anderem gibt es, kommen wir wieder auf die vorherige Frage auch zurück, unter anderem gibt es einen Master auf Englisch, nämlich beispielsweise Global Business oder auch andere Programme, die die JKU in Verbindung mit 2 anderen Ländern gemeinsam macht. Das heißt, in diesem Studium, das ist dann ein Master, den man auf Wirtschaftswissenschaften machen kann, ist man dann zum Beispiel in einem Studium für ein Semester in Österreich, das andere ist man in Italien, das andere in Russland oder ein anderes Programm kriegt, wo man in Österreich ist, dann ist man in Kanada und in Taiwan. Also sehr spannend und die JKU ist da international da sehr gut mit Partneruniversitäten aufgestellt.
Die Sarah möchte wissen, ob man international bessere Chancen hat, wenn man einen Bachelor und einen Master macht, als mit einem Diplomstudium. Kann man nicht zu 100% so unterstreichen. Es stimmt, was ich vorher schon gesagt habe, dass eben Bachelor-Master internationales System ist. Und wenn du jetzt mit einem Magister abschließt, ist der im Ausland eher unbekannt. Das ist so weit gelaufen, dass beispielsweise ein Bekannter von mir nach Deutschland gekommen ist und nicht einmal dort haben sie wirklich was mit dem Magister anfangen können und haben geglaubt, okay, Magister, ist das jetzt ein Apotheker, weil bei denen es eben anders ist. Aber grundsätzlich hast du keinen Nachteil im Internationalen, denn wenn die wer drauf ansprechen sollte, und meines Wissens nach sind Titel im Ausland nicht so wichtig wie in Österreich, dann kann man das eben sagen, das ist eben äquivalent, so gut wie äquivalent, wie mit einem Master. Du hast also keine Vorteile oder Nachteile im Ausland mit einem Master oder Magister. Der Gregor möchte wissen, welche Fraktionen es an der Uni gibt, die man bei der ÖH-Wahl wählen kann. Da gibt es viele verschiedene. Ich kann da jetzt ein paar aufzählen. Zum Beispiel die AG, das ist die Aktionsgemeinschaft, die jetzt gerade auch den ÖH-Vorsitz hat. Und es gibt die ÖSU, es gibt verschiedene weitere, die alle auf der ÖH-JUS-Homepage aufscheinen. Der Moritz hat eine brennende Frage. Er möchte wissen, ob man in den Hörsaal auch eine Jause mitbringen kann. Ja, das ist eine gute Frage. Grundsätzlich, ja, du kannst es machen, aber würde ich jetzt eher nicht empfehlen. Wenn der Professor vor dir steht und du drin sitzt mit einem Weckerl, kommt es, glaube ich, nicht so gut an und der Professor wird es vielleicht auch nicht ganz so tolerieren. Grundsätzlich kann man natürlich trinken oder jederzeit auf die Toilette gehen, ohne zu fragen. Das ist ganz selbstverständlich. Wir sind da in der Erwachsenenbildung und eben, wie schon vorher mit dem Unterschied gesagt, nicht mehr in der Schule. Wenn du jetzt nur schnell bei deinem Weckerl abbeißen musst, weil du so einen Hunger hast, wird das auch kein Problem für irgendwen sein. Wenn du jetzt eine ganz große Jause auspackst, ist vielleicht nicht unbedingt förderlich für dein Studium und auch für deine Kollegen. Vielleicht nicht unbedingt so nett, wenn die dann die Schmatz- und Essensgeräusche haben oder die Brösel dann später. Von dem her würde ich es nicht empfehlen. Der Gregor möchte wissen, welcher Studiengang aktuell die meisten Studenten an der JKU hat. Das kann man, denke ich, sagen, dass das JUS ist oder Wirtschaft. Bin ich mir jetzt leider persönlich unsicher. Aber ich denke, es ist fast JUS, weil wie gesagt, gibt es bei JUS ja auch die Möglichkeit eines Multimedia-Studiums. Und dieses Multimedia-Studium, dass man das online, vielleicht sogar berufsbegleitend studiert, zieht Leute von ganz Österreich an. Zum Beispiel sitzen ganz viele in Wien oder sonst wo, die einfach das auch online studieren und das vielleicht dann nebenbei, neben der Arbeit machen und dementsprechend da länger dann für Studium brauchen. Von dem her ist höchstwahrscheinlich JUS. Der Markus möchte wissen, ob man im JUS-Studium viele Gesetzestexte auswendig lernen muss. Genau, das ist immer das Klischee, was auf Juristen irgendwie haftet und es stimmt nicht. Du hast immer zu alle deine Prüfungen einen Gesetzestext mit. Das heißt, ich zum Beispiel, ich lerne gerade Strafrecht. Ich habe immer, egal ob ich jetzt bei einer Prüfung bin oder ob ich lerne mit dem oder in der Vorlesung sitze, habe ich immer einen Gesetzestext. Es ist einfach ein Buch, wo alle Gesetze vom, sagen wir, StGB drinstehen. Das StGB ist das Strafgesetzbuch. Das juristische Arbeiten besteht darin, dass du lernst, mit diesem Gesetzestext zu arbeiten. Das heißt, du musst, wenn du jetzt einen Sachverhalt, einen Fall vor dir hast, das und das ist passiert, dann musst du die jeweilige Gesetzesstelle darauf anwenden können. Wir nennen das Subsumieren. Und du musst nicht den genauen Gesetzeswortlaut auswendig können. Es ist sicher vorteilhaft, wenn du weißt, wo was steht
und natürlich die Grundsätze irgendwie im Kopf hast. Du musst aber nie irgendwo eine genaue Gesetzesstelle so aus dem Stegreif rauszitieren. Der Gregor möchte wissen, wie viele verschiedene Sprachen und welche das sind, die bei den verschiedenen Studiengängen Anwendung finden. Sprachen, ich nehme jetzt auch, du referierst dich vielleicht auf die Sprachkurse, die ich vorher kurz mal angeführt habe. Sprachen kann man an der JKU ganz viel lernen, von Englisch, Spanisch, Italienisch, Französisch, Russisch, Chinesisch, Tschechisch, auch noch, glaube ich, also super viel Sprachen kann man lernen. Das kann man einfach zusätzlich zum eigenen Studium belegen. Eine Sprache direkt als Hauptfach zu studieren, gibt es an der JKU so nicht. Das gibt es beispielsweise in Wien. An der JKU kann man Sprachen, also Englisch zumindest, auf Lehramt studieren. Und Lehramt, das Studium ist eben teilweise gesplittet, also mit Salzburg. Das heißt, wenn du jetzt Sprachen studieren willst, kannst du vielleicht Englisch oder Geografie, Mathematik, Physik, Chemie, was auch immer, an der JKU studieren und dann Zweitfach beispielsweise in Salzburg oder auch in Kooperation mit der PH, also mit der Pädagogischen Hochschule, haben wir sehr viel. Da findest du die ganzen Details aber auf der Homepage. Der Florian möchte wissen, mit welchen drei Wörtern du die JKU beschreiben würdest. Das ist eine spannende Frage. Ich würde sagen, bunt, vielfältig und hochwissenschaftlich. Daran schließen wir gleich die Frage von der Sophie an. Warum empfiehlst du die JKU? Ich kann die JKU wirklich uneingeschränkt zu 100% empfehlen. Durch das, weil ich einfach schon seit einigen Jahren immer den Studienalltag und den Studentenalltag immer wieder aufs Neue erleben darf. Die JKU als Uni ist einzigartig für mich. Ich bin zwar selber aus Oberösterreich, aber auch für alle anderen Schüler von egal wo kann ich es wirklich uneingeschränkt empfehlen. Wir haben diesen wunderbaren, tollen Campus, der gerade so cool renoviert und modernisiert worden ist. Man fühlt sich wirklich einfach wohl da. Man hat ganz viele Wohnmöglichkeiten rundherum und es ist ein sehr familiäres Umfeld. Und das ist vielleicht das, was mir am meisten an der JKU gefällt. Es ist sehr familiär. Man kennt bald einmal Leute, man findet sich in Gruppen ein, man kann sich irgendwo engagieren und ist dabei. Und das hat man vielleicht an anderen Unis, die größer sind als die JKU, wie jetzt in Wien, nicht so wie da bei uns. Und zusätzlich kommt, dass man an der JKU nie auf Plätze warten muss, dass man in eine Lehrveranstaltung reinkommt, was insbesondere im Juridikum in Wien, aus meiner Erfahrung von Freundinnen, was ich weiß, schon vorkommen kann. Und man kriegt einfach einen Platz. Und man ist nicht nur eine Nummer, also wie in größeren Unis, sondern man ist wirklich die Person. Und es wird wirklich auf einen eingegangen und das gefällt mir an der JKU wirklich sehr. Der Jonas fragt da jetzt noch, ob es was gibt, was an der JKU verbesserungswürdig wäre. Verbesserungswürdig hätte ich jetzt vor einem Jahr gesagt, die Infrastruktur. Insbesondere in dem Gebäude, wo ich jetzt gerade stehe, ist der Hörsaal zwar gerade wunderschön renoviert, aber unten teilweise die Gänge waren nicht schön. Einfach nur aus den 70er Jahren, die JKU ist 1966 errichtet worden und erschaffen worden und daher die Gebäude teilweise ja, sanierungsbedürftig gewesen, wobei natürlich immer wieder was Neues dazugekommen ist. Aber das kann ich jetzt nicht mehr sagen, weil ich bin jetzt wieder an die Uni hergekommen und es ist so viel da, es ist wirklich wunderschön, die Gänge sind renoviert, alles ist schön und neu. Verbesserungswürdig, fällt mir jetzt sonst gar nichts anderes ein. Dann gibt es eine Frage, die lautet, ob die Prüfungen im Studium einer Schularbeit ähneln oder mehr der Matura-Aufnahme, also Prüfungen. Kommt ganz drauf an.
Es gibt verschiedene Prüfungstypen im Studium. Es gibt beispielsweise Lehrveranstaltungsprüfungen, wo du einfach schriftlich schreibst. Würde ich wahrscheinlich mit einer Schularbeit vergleichen. Kommt aber das Fach drauf an, je nachdem, wie viel Aufwand dieses Fach ist. Für manche reicht es vielleicht, wenn du ein paar Tage lernst oder Wochen. Für manche Prüfungen, die es einfach so groß sind, die man use, einige haben, die wirklich ganz groß sind, da musst du dann wirklich schon mindestens ein oder zwei Semester einfach dahinter sein, dass du es gut lernst, dass du den Stoff gut einkriegst. Und da reicht es nicht, wenn du den Stoff zwei Wochen oder eine Woche vorher anschaust. Das sind dann große Fachprüfungen. Die sind mündlich oder schriftlich und haben einfach einen sehr großen Stoffumfang. Kann jetzt nicht einmal sagen, ob ich das mit Matura vergleichen würde. Es ist einfach was ganz anderes. Du musst dich einfach selber einlesen, insbesondere halt jetzt von Jus, einlesen in Bücher, in ja, wirklich teilweise große Schinken, was da gibt von Büchern und verschiedene weitere Gesetzestexte und Kommentare dazu. Von dem her, manche Prüfungen sicher mit Schularbeiten zu vergleichen oder auch mit Tests, aber viel sicher auch mit einem nur höheren Lernaufwand oder Umfang, als du das jetzt vielleicht von der Matura dann kennen wirst. Aber gut schaffbar auf jeden Fall. Also nicht abschrecken lassen. Der Moritz möchte wissen, ob es Internet auf der JKU gibt. Ja, wir haben das JKU-WLAN und zusätzlich von allen Unis europäisch gibt es das sogenannte EduRoam. Da kommst du als Student dann auch überall rein. Zum Beispiel, ich war mal in Barcelona und auf einmal verbindet sie mein Handy mit dem WLAN. Das war dann das EduRoam, weil da auch Uni genau daneben war. Der Patrick möchte wissen, ob man sich für mehrere Studien anmelden kann. Genau, das kann man. Kann man machen. Also je nachdem, wie viel Lernaufwand natürlich du betreiben willst, wirst du dann natürlich auch einiges länger brauchen mit dem Studium. Aber ich kenne viele, die zum Beispiel Wirtschaftswissen und Mathematik mal studiert haben oder Jus mit Wirtschaftswissenschaften oder einem anderen Fach, das die Leute einfach interessiert. Du kannst da an der JKU ein Studienfach einschreiben und dann aber an einer ganz anderen Uni ein anderes Studienfach, das geht auch. Der Ahmed möchte wissen, ob es für Mechatronik und Kunststofftechnik eine Aufnahmeprüfung gibt. Nein, gibt es nicht. Also wie gesagt, Voraussetzung ist die Matura oder Studienberechtigungsprüfung. Die Sophie fragt, ob die Prüfungen beim Multimedia-Studium in Linz abgehalten werden oder online. Das kommt ganz drauf an. Also zum Beispiel in der jetzigen Situation mit Corona ist natürlich das alles auf die Präsenzstudenten umgeschwappt, dass ganz viel digital abgehalten wird. Von dem her weiß man jetzt noch nicht, wie das die nächsten Semester so ausschauen wird. Aber wenn du jetzt Multimedia studierst, kannst du viel digital machen. Also es geht zum Beispiel auch, dass manche Professoren das zulassen, dass man mit denen eben ein Skype- oder Zoom-Gespräch hat. Das habe ich auch während dem Corona-Semester jetzt gehabt, beispielsweise eine Prüfung über Zoom gehabt, der mündliche. Und ansonsten, wenn es wirklich große Prüfungen sind, wo der Professor das nicht will, muss man nach Linz kommen. Oder es gibt die Möglichkeit, dass man es in den Fernstandorten abhält, das ist zum Beispiel in Bregenz und allgemein auf der, also in Österreich verteilt, gibt es da immer Standorte, wo man Prüfungen ablegen kann und nicht extra nach Linz muss. Ansonsten, wenn du jetzt, sagen wir, irgendwo auf der Welt bist, also du bist gerade in der USA oder wo auch immer, und du lernst gerade für eine Prüfung und möchtest die ablegen, gibt es ja die Möglichkeit, dass man es beispielsweise in Botschaften oder Konsulate ablegt. Teilweise auch, wenn du in Österreich bist, bei Notaren, dass du die Prüfung ablegen kannst, die das dann eben beglaubigen, dass dieses auch ohne Schummeln so zustande gekommen ist und das dann der JKU weiterleitet.
Der Philipp möchte wissen, ob man den Master bei Wirtschaftswissenschaften VWL und BWL auf Englisch machen muss oder ob es den auch auf Deutsch gibt. Beim Master also gibt es auch auf Deutsch, also die, ich glaube, du beziehst dich auf die Master, die ich vorher angeführt habe, dieses Global Business und Business Administration und so. Das sind nur, habe ich nur Master herausgepickt aus ganz vielen verschiedenen. Also insbesondere bei Wirtschaft gibt es viele verschiedene Master, die wir an der JQ anbieten und da gibt es sicher welche auf Deutsch, die dann für die zutreffen würden. Die Barbara fragt, wie man sich die Prüfungen einteilen soll, vor allem am Anfang des Studiums. Ganz am Anfang des Studiums würde ich dir empfehlen, dass du dich mal informierst, sei es jetzt bei der ÖH, bei der österreichischen Hochschülerschaft, die schon eigene Musterstudienpläne haben oder so. In JUS kriegst du immer zu Semesterbeginn oder bevor du dich anmelden musst für die Kurse und Lehrveranstaltungen, gibt es den sogenannten ÖH-JUS-Kommentar, den die ÖH-JUS dir wirklich heimschickt, wenn du JUS-JKU-Student bist. Und da sind dann auch Musterstudienpläne drinnen. Das heißt, du bist wirklich nicht auf dich alleine gestellt, dass du das herausfinden musst, mit welchen Prüfungen oder mit welchen Lehrveranstaltungen du jetzt anfangen musst, sondern es gibt da schon Vorgaben oder halt Richtlinien, an denen man sich halten kann, natürlich nicht muss. Die Einteilung von Prüfungen würde ich dann so machen, dass du mal das erste und zweite Semester, du kannst fast nicht aus, wenn du dir mal den Studienplan anschaust, gibt es gewisse Prüfungen, die du noch machen kannst, weil das alles dann aufeinander aufbaut. Und in JUS gibt es den ersten und den zweiten Abschnitt. Und erst wenn du den ersten Abschnitt fertig hast, kannst du zum zweiten Abschnitt weitergehen. Und von dem her am Anfang einfach mal schauen, mal für alles anmelden, was im ersten Semester geht. Das findest du dann, außer wenn du dich ein bisschen informierst, beispielsweise bei der ÖH, und dann einfach mal schauen, wie leicht oder wie schwer tust du damit die Prüfungen. Dann kannst du im nächsten Semester sagen, okay, ich nehme jetzt vielleicht doch nur ein, zwei Lehrveranstaltungen mehr dazu, weil es mir nicht so schwer gefallen ist letztes Semester. Oder dir ist nicht so einfach gefallen und dann sagst du halt einfach, okay, dann schraube ich halt vielleicht ein bisschen zurück und konzentriere mich dafür auf meine wenigen Prüfungen. Liegt ganz an dir. Die Isabella fragt, wie viele Stunden man nebenbei arbeiten kann, ohne dann beim Studium überfordert zu sein. Liegt ebenfalls ganz an dir. Wenn du jetzt Vollzeit, also man kann auch Vollzeit oder Teilzeit studieren beispielsweise, Vollzeitstudium ist äquivalent zu 40 Stunden in der Woche. Also egal, ob du jetzt in Lehrveranstaltungen sitzt oder zu Hause lernst, 40 Stunden auf jeden Fall Aufwand in der Woche grundsätzlich. Wenn du jetzt natürlich zusätzlich zu einem Vollzeitstudium Vollzeit arbeiten willst, kannst du es ungefähr ausrechnen, wie viele Wochenstunden Freizeit du kommst. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass du das vorher mit dir selber ausmachst. Wenn du jetzt sagst, okay, du arbeitest Teilzeit oder geringfügig nebenbei, ist das sicher möglich irgendwie, musst es aber dann so einteilen, dass du trotzdem nur studieren kannst nebenbei und dazu kommst und auch die Energie dafür hast und dir trotzdem ein bisschen Freizeit bleibt, was ja immer wichtig ist, ein bisschen Work-Life-Balance zu haben. Ich beispielsweise arbeite schon immer nebenbei, zumindest geringfügig und es geht auf jeden Fall gut. Der Mike fragt, wann sollte man sich am besten zu dem Studium anmelden? Es gibt immer gewisse Anmeldefristen. Dieses Semester ist diese Anmeldefrist ein bisschen weiter raus verschoben worden aufgrund Corona. Das ist dieses Semester von 20. Juli war das weg bis 30. September. Das heißt, wenn ihr jetzt in einer Schule seid und die Matura normalerweise im Mai, Juni stattfindet und ihr dann das Maturazeugnis habt, könnt ihr euch jederzeit ob eben Ende Juli oder Juli, Anfang Juli dann normalerweise so inskribieren kommen an die Uni. Die jeweiligen Anmeldefristen für ein Semester stehen aber immer vorab auf der Homepage der JKU. Die findet ihr sicher.
Die Homepage ist auf jeden Fall gut strukturiert und vorher gibt es auch die sogenannte Online-Vorab-Anmeldung. Da könnt sich hier schon ab Mai einfach mal vormerken lassen fürs Studium. Und das ist einfach online, gibt es Daten von euch ein, welcher Studienfach euch interessiert, dass die JKU mal schon damit rechnen kann, okay, wie viele Studienplätze werden dieses Jahr gebraucht und wirklich inskribieren, wo du dann wirklich dann Student bist. Das findet dann ab dem Zeitpunkt statt, wo du dein Maturazeugnis hast und dann über den Sommer hinweg, normalerweise bis Anfang September. Die Jessica fragt, ob es in der Nähe von der JKU Studentenheime gibt. Ja, es gibt sogar ganz viele Studentenheime und ich habe mal sehr lange in einem gewohnt. Es gibt rund um die Uni, ob es jetzt 5 Gehminuten, 10 oder 15 Gehminuten zur Uni sind, rundherum wirklich etliche Studentenheime, die miteinander wirklich super sind und die ich sehr gut empfehlen kann. Es gibt unter anderem das Raabheim, also Julius Raabheim, das Keplerheim, AHG-Heim, das ist in St. Magdalena, da fährt man dann ein bisschen zur Uni, oder Wistheim, ist ganz rundherum, findest du alles auf der Homepage, da sind alle gut aufgezählt. Der Gregor fragt, ab welcher Anreisezeit zur JKU es sich lohnt, rund um den Campus direkt zu wohnen. Ganz um das ganz Subjektive von mir zu beantworten, ich beispielsweise würde mit dem Zug nach Linz schon ja, mit allem drum und dran 1 bis 1,5 Stunden unterwegs sein, dass ich wirklich daheim bin und an der Uni, weil man zusätzlich dann eben auch noch die Straßenbahn rechnen muss vom Bahnhof zur JKU, das sind ungefähr 20 Minuten. Ja, bei mir hat es sich schon ausgezahlt. Also wenn du das überlegst, okay, es ist stark, vielleicht musst du nur früh, so viel früher aufstehen oder am Abend dann wieder heimfahren, du bist eigentlich nur super müde. Wenn du das so einteilen kannst, dass du im Zug vielleicht gut lernst oder was auch immer, ja, bleibt natürlich dann immer dir überlassen. Aber ich für mich persönlich würde jetzt nicht länger als eine halbe Stunde unterwegs sein wollen in der Früh. Die Sophie fragt, wie oft man tatsächlich an der JKU ist, wenn man das Diplomstudium oder eben ein Master- oder Bachelorstudium macht. Wie lange man an der Uni ist. Wie viele Stunden? Kommt wieder darauf an, wie du dir das einteilst. Wie gesagt, die Uni ist sehr frei, was die Stundeneinteilung, die Studienplaneinteilung betrifft. Das ist wirklich alles dir selbst überlassen. Und grundsätzlich kann man schon sagen, dass ich war im ersten Semester in JUS, schaue ich jeden Tag an der Uni, aber nicht jeden Tag, wie jetzt ihr das vielleicht von der Schule kennt, von 7:30 bis 17:00 am Abend. Du hast immer wieder vielleicht Pausen dazwischen. Oder an einem Tag mal eine Vorlesung, die dafür halt 2 oder 3 Stunden dauert. Oder eine dauert man nur 1,5 Stunden in der Woche. Das heißt, das kann man gar nicht pauschal sagen, wie viele Wochenstunden du an der Uni sein wirst. Pauschal kann man eventuell eher sagen, wenn du Vollzeit studierst, dass du dich mindestens halt 40 Stunden in der Woche mit deinem Studium beschäftigen sollst, damit du eben deinen Studienfortschritt da immer weiterbringst. Aber direkt, dass du an der Uni so und so lang bist, kommt immer auf den Stundenplan an, den du dir einteilst. Die Barbara fragt, ob man sich für die Prüfungen online anmelden kann. Genau, also wir haben an der JKU das System KUSS, und zwar mit 3 S, KUSSS, das ist das Kepler University Student Support System. Das ist einfach unser Online-System, wo wir alles drinnen haben. Du kommst da rein, sobald du dich inskribierst, sobald du Student bist an der JKU, kriegst du eine Nummer, die sogenannte Matrikelnummer und ein Passwort, mit dem kommst du dann rein, kannst dir alles dir anschauen, welche Prüfungen bzw. welche Vorlesungen du brauchst und unter anderem dann auch die Prüfungsanmeldung. Der Dennis fragt, wie dir das Studium bisher gefällt. Ja, mir gefällt es gut. Also
ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Studium, ein sehr interessantes Studium und ich kann es wirklich sehr weiterempfehlen für Leute, die sich es vorher ansehen mal. Also es gibt beispielsweise bei uns die Möglichkeit für einen Tag studieren. Da könnt ihr euch jederzeit melden, da gibt es einfach einen Tag studieren, JKU, da kommt es zu einer Liste und von den jeweiligen Studienrichtungen sind immer Studenten dabei, unter anderem mache ich das auch, mit denen ihr einfach einen Tag mitgeht, die ihr begleitet, zu Vorlesungen mitgeht und es würde ich euch sehr empfehlen, dass ihr mal einen Einblick in das Studium kriegt. Für mich persönlich ist das Studium sicher das Richtige, weil ich es einfach spannend finde. Für einen anderen, dem passt es vielleicht nicht so. Der ist besser aufgekommen in der Wirtschaft oder im technischen Bereich. Das muss man sich dann einfach immer persönlich anschauen, wo man sich selber am wohlsten fühlt. So, und jetzt kommen wir dann zum Abschluss der Fragerunde. Und die letzte Frage lautet, seit wann braucht man für das Studium Rechtswissenschaften eine Aufnahmeprüfung? Wurde das im letzten Jahr eingeführt? Wie gesagt, für das Diplomstudium der Rechtswissenschaften gibt es keine Aufnahmeprüfung, weil wir genug Studienplatzkontingent haben, also genug Studienplätze gibt es. Für das Bachelorstudium der Rechtswissenschaften gibt es die Aufnahmeprüfung seit diesem Semester, weil das Bachelorstudium gerade eben erst jetzt anläuft. Das heißt, es ist das erste Mal, deswegen gibt es das erste Mal die Aufnahmeprüfung dafür. Passt. Ja, dann sind wir soweit fertig und ich darf mich ganz herzlich bei euch bedanken, wenn ihr noch irgendwelche weiteren Fragen habt oder irgendwas nicht geklärt werden hat, Kinder, weil wir jetzt schon mit der Zeit um sind, dann könnt ihr die Fragen gern schreiben oder was ich euch ganz besonders ans Herz lege, ist, dass ihr einen Tag studieren mal probiert. Das ist natürlich ein kostenloses Angebot der JKU an euch, dass ihr einfach mal einen Vormittag oder Nachmittag mit einer JUS-Studentin oder einem anderen Studenten von einer anderen Studienrichtung mitgeht und mal wirklich den Studentenalltag erlebt. Ja, vielen herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn es dann mal zu uns einen Tag studieren kommt, dann seht ihr auch den tollen Campus. Die Bilder habe ich euch leider jetzt vorenthalten, weil es sich nicht mehr ausgeht. Aber wir freuen uns alle sehr, wenn wir uns euch einmal an der JKU begrüßen dürfen. Tschüss!